Schatz, du solltest mal ganz dringend mit Molly reden. Ich mache mir wirklich ernsthaft Sorgen. Sie tut nämlich so, als hätte sie einen kleinen Hund. Das ist doch nur eine Phase. Das geht wieder vorbei. Das ist nichts Besorgniserregendes. Wichtig ist, dass wir das Spiel mitmachen, damit sie uns vertraut. Mitmachen? Machen? Gibt's hier ein Echo? Ja, mitmachen, damit sie sieht, dass wir sie verstehen. Zeig ihr dein Verständnis. Ja, hallo Molly. Du hast aber einen süßen Hund. Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er ja. Aber du bist aber ein feiner. Hol das Bällchen, hol das Bällchen. Ja, brav! Brav hast du das gemacht, ja! Nicht lecken, nicht lecken, nicht abzulecken! Nein, hörst du auf, du kleiner Racker! Papa, könntest du bitte aufhören, dich so lächerlich zu benehmen? Hier ist kein Hund. Nicht? Nein, mein Hund spielt im Garten. Im Garten, ja. Und wem gehört dann der hier? Der hat ja noch nicht mal einen Namen auf seinem Halsband. Wo ist denn dein Name? Ich geh mit deinem Bruder ins Kino. Mein Traum wird wahr. Ja, ein Albtraum. Sieh mal, ich konnte mich gar nicht entscheiden, was ich anziehen soll. Da habe ich einfach zwei Paar Schuhe mitgenommen. Susa, es ist mein Bruder. Da reichen Hausschuhe. Die habe ich jetzt nicht dabei. Einerseits denke ich, dass wenn ich die Highs anziehe, schaue ich besser aus. Aber dann könnte er vielleicht denken, dass ich den Abend zu ernst nehme. Du brauchst dir keine Gedanken machen. Mein Bruder denkt nicht. Andererseits, wenn ich Turnschuhe anziehe, dann denkt er vielleicht, dass ich den Abend nicht ernst genug nehme. Oh, Hilfe, Nina. Welches Paar soll ich denn anziehen? Schwer zu sagen, Susa. Ich finde beide gut. Beide sind gut? Mädels, 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 Mädels. Der Film fängt gleich an. Seid ihr fertig? Fix und fertig. Spitzenschuhe, Susa. Danke. Der findet meine Schuhe schön. Du hattest recht, beide sind gut. Verboten, Computer zu spielen, bis du deine Mathearbeit erledigt hast? Hat sie. Aber sie muss es ja nicht erfahren. Und damit es so bleibt, gebe ich dir 2 €. Für 2 € könnte ich dir sagen, dass ich dich beim An die Decke starren erwischt habe. Und das ist weniger schlimm als Computerspielen. Ich habe aber nicht an die Decke gestarrt. Mann, das sind ganze 2 €. Du kannst dir wenigstens erzählen, dass ich ein Buch gelesen habe. Comics. Ich habe dich beim Comiclesen erwischt. Mensch, Molly, das ist alles, was ich habe. Das ist noch 1 €. 3 € für dich und Frieden für mich. Gut, wie ich sehe, liest du gerade ein Buch. Danke, Molly, danke. Du spielst Computer? Das werde ich der Mama erzählen. Hä, Molly? Molly, Molly! Erinnerst du dich? 3 € für dich, Frieden für mich? Die ersten 3 € waren für das erste Mal, als ich dich erwischt habe. Jetzt erwische ich dich ja zum zweiten Mal. Und da du ja da kein Geld mehr hast, muss ich meine Pflicht nachkommen. Mama! Hey, Molly! Molly, warte mal, wir können doch über alles reden jetzt. Mann! Meine Lieben, ich habe beschlossen, dass wir ab sofort gesünder leben müssen. Oh nein. Hilfe. Mist. Genau. Und deshalb wird es ab sofort nur ausgewählte gesunde Speisen geben. Mist. Hilfe. Oh nein. Oh ja. Als Vorspeise gibt es eine rote Beetesuppe mit Kresse. Als Hauptspeise geschmorte Leber mit einem lauwarmen Blumenkohlsalat. Und als Nachtisch ungesüßten Quark aus frischer Ziegenmilch. Kinder. Kinder flieht. Wie das schon gesund duftet. Herrlich. Wow, ganz schön leicht dein Essen. Naja, zumindest klingt's gut. Also, ob es wirklich so viel gesünder ist? Hallo? Luigi, ja bitte, 4-mal Pizza Rucola zum Liefern hier. Pronto. Ja, was guckt ihr denn so? Rucola soll ja auch recht gesund sein. Du Schatz, ich glaube, ich muss ganz dringend den Fettner von vorhin mit Mollys kleinem Hund wieder gut machen. Sonst denkt sie doch tatsächlich, ich sei derjenige, der hier die Realität mit der Fiktion verwechselt. Hauptsache, du erzählst ihr nicht, dass es ihren kleinen Hund gar nicht gibt. Ja. Sag mal, für was für einen Dödel hältst du mich eigentlich? Bitte antworte jetzt nicht auf diese Frage, ja? Sondern siehe und staune, wie raffiniert dein Mann vorgeht. Ich mache mich doch nicht nochmal zum Obst. Molly, Süße, wie geht's denn deinem kleinen Hund? Sehr gut. Kannst du das nicht sehen? Ja, doch, kann man sehr gut sehen. Alle sehen das. Naja, er sitzt dann neben dir und sieht fern, nicht wahr? Ja, er liegt genau neben mir. Molly, kann ich mich neben dich setzen? Klar. Ah, super. Papa, aber Papa,
Was ich genau auf meinen kleinen Hund gesetzt? Ja, ich dachte, das ist auf der anderen Seite. Mein armes kleines Hündchen. Schatz, es wird jetzt allerhöchste Zeit, dass du ihr die Wahrheit sagst. Molly, Schätzchen, du musst jetzt ganz tapfer sein. Ich muss dir die Wahrheit sagen. Dein Papa hat keine Ahnung, wie man mit Haustieren umgeht. Gell, mein kleiner Hund. Jetzt geben Sie wieder Gas. Goofy und Max. Gleich bei Kabel 1. Yeah. 12 Uhr mittags bei Kabel 1. Na, was gibt es zu essen? Schon wieder Steak Pack? Das tut mir leid, Al. Wahnsinn, ein Bacon Cheeseburger. Ich dachte, dass hier irgendwo ein Hummer rumliegen würde. Ich bin gerade in Essstimmung. Einen Bacon-Cheeseburger und eine große Tüte Fritten. Ich hätte ganz gern noch mehr Kartoffeln. Pudding wäre auch noch da. Der damit. Die Bill Cosby Show. Roseanne. Eine schrecklich nette Familie. Und King of Queens. Danke für die Einladung zum Essen. Der Sitcom-Mittag mit 4 Portionen Comedy. Montag bis Freitag, immer ab 12 Uhr bei Kabel 1. Ich habe immer noch Hunger. Volle Kraft voraus mit euren Lieblingshelden. Alles Gute kommt von oben. Spider-Man. X-Men. Die Fantastischen Vier. Shaman King. Wer sagt's denn? Jetix. Immer Sonntagvormittag bei Kabel 1. It's Disney Time. Diese Helden halten euch auf Trab. Mit den verrücktesten Tricks und den lustigsten Gags. Darkwing Duck, Goofy und Max, Disneys Aladdin, Timon und Pumba und Lilo und Stitch. Eure Lieblingsstars legen sich ins Zeug. Disney Time, immer Sonntagvormittag bei Kabel 1. In den brandneuen Folgen von Scooby-Doo auf heißer Spur gibt es so viel Action, Terror und Dummheiten. Das Geschrei ist komplett außer Kontrolle geraten. Oh Mann, er wird immer hässlicher. Die Monster werden immer furchteinflößender. Und das Schreien und Kreischen nimmt gar kein Ende. Haltet euch fest für die neuen Folgen von Scooby-Doo auf heißer Spur. Jeden Samstag um 8:10 Uhr. Nur im Cartoon Network Block bei Kabel 1. Ha ha.